Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin und dieses Mal schaue ich statt Werwolf mir näher Fußball an. Deutschland gegen Österreich, WM-Qualifikation. LOL. Okay, lass uns weiterkämpfen. Was? Du willst nochmal kämpfen? Hä? Okay. Stimmt, die ist ja in Pokécom eingespeichert. Wenn Trainer in Pokécom eingespeichert sind, dann kann man mehrmals gegen die antreten. Habe ich gerade vergessen. Ja, dieses Mediti ist ein idealer Gegner für unsere Schmerbel. Kraftreserve. Bäm. Was? Intensität 4, das ist das Schwächste, ey. Schmerbel, komm, streng dich ein bisschen mehr an. Das war sogar ein Volltreffer, unglaublich. Kann sein, dass ihr jetzt den Sprecher hört von dem Fußballspiel, weil ich habe das ein bisschen lauter gedreht als wir mir näher gestern. Okay, was kommt jetzt? Makuhita! Ja, wir können unser Schmerbe ja immer mit Erholung heilen. Also, das Spiel hat gerade angefangen, ist die 8. Minute gerade, falls ihr es wissen wollt. Fuck! Erholung! Halt dich schnell! Schnarch! Armstoß! 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 Jetzt hör auf, gut. So, und jetzt Schnarcher. Ich glaube, ich mache es ein bisschen leise. So. Und... Schmerbe schläft tief und fest. Ach, komm schon! Scheiß Wirbelwind. Wer hatte die Idee, Makuhita Wirbelwind als Attacke zu geben? Okay, die hat man erledigt. Ich kann kämpfen, aber meine Pokémon. Okay, muss gucken, waren die hier schon? Ja, ne? Ja, stimmt. Hier geht's ja zum Kraterberg. Ich meine zur Meteorfälle. Ich sag immer Kraterberg. Oh, Torschuss. Und? Und? Moment. Ah, Torschuss für Deutschland. 10. Minute. Cool. Oh, Konter, Österreich. Okay, Schmerbe schläft immer noch. Ich glaube, es heilt sogar die ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil Österreich gerade aufs Tor geschossen hat. Der Schlaf hält jetzt ewig lang. Weil es nicht mehr gespeichert ist, dass Schmerbe Erholung eingesetzt hat. Jetzt ist, oh. Ich habe nicht gehört, es ist anscheinend doch noch gespeichert. Okay, cool. Na gut, dann setze ich halt jetzt Erholung ein. Ich lasse mich nicht nochmal von einem scheiß Windgall killen. Und vielleicht entwickelt sich Schnabel in 3 Leveln. Habe ich so im guten Gefühl. Und mein Gefühl ehrt sich ja meistens nie, wenn es um Pokémon geht. Schnarcher! Ich habe übrigens einen Termin, bekannt gegeben, wann Pokémon Blau das Speedless Play hochgeladen wird. Machen werde ich es am 15. und hochladen werde ich es am 18. September natürlich. Ich hoffe, ja, mein Ziel ist es, den Rekord für die längste Aufnahmesession auf meinem Kanal zu knacken. Der liegt ja momentan bei 5,5 Stunden, den möchte ich knacken. Oh, knapp. Knapp. Knappes Tor. Ja, Quatsch, fast ein Tor für Österreich, aber ganz knapp. Hariyama, Hariyama, Entwicklung aus Makuhita. Nicht zurückschrecken. Ah, ja gut, Mogi, da schreckst eh immer zurück. Da kann man nichts dagegen machen. So, Schnarcher. Ich kann hoffen, er setzt nicht zu starke Attacken ein, sonst müssen wir... Ach komm! Scheiß Hariyama, ich hasse dich. Tropius. Deutschland kackt gerade ziemlich ab, sehe ich. Naja. Tropius als Rasierblatt ein. Ach komm, das sieht ja auch nichts ab. Tropius kann doch keine Flugattacken.
Es soll aber Flugattacken lernen. Die einzige heißt Fliegen. Und die anderen Attacken verrate ich noch nicht. Das ist eine Überraschung. Also ich habe für Tropius auch wieder ein gutes Attackenset ausgewählt. So, Rasierblatt, Bam und wir könnten eigentlich Ninjaturm nehmen, ne? Ich nehme Ninjaturm jetzt einfach mal. Pokémon Wechsel Ninjaturm. Also ist er euch dominiert momentan. Ich sag's nicht gern, aber heißt ihr Österreicher seid, dann ja, dann braucht es euch ja gar nichts zu jucken, ne? Ich glaube kaum, ja gut, ein paar Österreicher schauen schon meine Videos an. Auf Platz 1 ist Deutschland, auf Platz 2 ist Österreich und auf Platz 3 die Vereinigten Staaten. Das sind so die Länder, die meine Videos anschauen. Vereinigten Staaten deswegen, weil ich mal in einem verwandten Video, also weil eins meiner Videos mal in einem verwandten Video war von einem Amerikaner und das haben dann sehr viele Amerikaner damals angeschaut. Heute ist es aber nicht mehr ein verwandtes Video. Das hatte sofort am ersten Tag an, wo es ein verwandtes Video war, 200 Aufrufe bekommen und es waren genau die ja, und es waren alle Amerikaner, die meine Videos gesehen haben. Oh ne, ich habe so, ich glaube, das müssen sogar mehrere gewesen sein. Also insgesamt haben 1000 Amerikaner meine Videos gesehen. Also wo ich zuletzt geschaut habe, 3000 Österreicher, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr. 5000 kann es auch gewesen sein, ich weiß gar nicht. Ah ja, hier sind ein paar Seetangbären. Oder heißen die Seetangbären? Ja, ne? Ja, ich habe ein gutes Gedächtnis. Hauptschülergedächtnis. Also momentan ist euch echt besser. Und Toschos! Oh, der ging ja total daneben. Rosas weich und lämisch. Oh geil, oh verdammt. Du, mein Macholo, verlangen einen Kampf. Oh, ich trinke mal kurz einen Schluck, ich habe mir was bereitgestellt. Vorhin ist mir was Unglückliches passiert. Da ist mir eine Flasche zu Bruch gegangen. Mitsamt Inhalt. Die armen 80 Cent, 80 Cent kaputt gemacht. Mit Inhalt. Und Pfand. Ja, wenn man die in Boxen kauft, dann sind die Flaschen, glaube ich, günstiger. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich bei sowas nicht aus. Hier wäre eigentlich ein idealer Punkt, um unser Ninjaturm zu finden, ne? Ich bin wieder total unaufmerksam, weil ich nebenzu ein bisschen Fußball schaue. Und Torschuss, aber der Fail. Okay, wenn jetzt noch ein Kampf-Pokémon kommt, wechsle ich zu Ninjaturm, damit Ninjaturm auch ein bisschen trainiert werden kann. Aua, aua, aua! So, hier ist ein Item, das müsste TM1 sein. Das ist Power Punch. Steht allerdings nicht im Moveset drin. Verdammt, wir haben keinen Eilrad. Oh Gott, ich hätte einen Eilrad mitnehmen sollen. Vorschlag, dann hole ich mal schnell offscreen das Eilrad, dann sehen wir uns gleich wieder. Hier bin ich wieder. Ja, total lustlos habe ich das gerade gesagt, aber gut. So, Eilrad. Und ich hoffe, jetzt ist da kein Müll. Wenn irgend so ein Brief ist, dann sage ich gar nichts mehr. Gut, Eisen. Eisen ist noch. Ja, Eisen ist okay. An der Grenze kann man sagen. Eisen ist so knapp an der Grenze zwischen gut und scheiße. So, und jetzt heißt es zurückgehen. Hier gibt es noch irgendwo Wasser, wo wir surfen können. Ich möchte dieses Let's Play ja komplett machen und zwar gegen jeden Trainer antreten, den ich sehe, beziehungsweise jeden Ort erkunden. Und demnächst, oh, ja, ich könnte zwar aufs Game hingehen, aber das wollen wir ja nicht. Der nächste Ort ist ja auch nicht besonders weit entfernt. Da waren wir auch schon im letzten Part. Na, jetzt aber lass mich durch. Hier ungefähr. Kann sein, dass es hier vielleicht noch was gibt.
Nein, bis jetzt ist hier nichts. Oh, Ecke für Deutschland. Oh, gehalten. Schade. Und mein Mikrofon ist wieder komplett falsch. Show. Show, ja, habe ich gerade Show gesagt. Pro, Show. Das Video ist ein bisschen, weil ich euch die Kämpfe ersparen möchte. Ich glaube, der Part ist eh ein bisschen langweilig, weil wir hier eh nur nach Items suchen, wie zum Beispiel sowas. Sowas habe ich gemeint, solche Stellen gibt es hier sehr oft, wo es Wasser gibt. Deswegen möchte ich das jetzt in diesem Part machen. AP Plus gebe ich Jungbluts Hitzekoller. Okay. So, jetzt gehen wir zurück. Wo gibt's denn hier noch eine Stelle? Blütenburg City waren wir bereits im letzten Part. Bei Wiesenflur gibt's auch noch. Bei der Route von Wiesenflur nach Malvenfroh City gibt's hier auch noch ein bisschen was. Was? Ja, Wasser. Das meine ich damit. Na, jetzt aber. Ich sollte nicht so. Speed jetzt aber gerade aus Fleiß, damit ich euch. Verdammt, mein Mikrofon verschiebt sich ständig. Mein Kabel ist zu kurz. Zweideutig. Mein Kabel ist zu kurz. Kevin, warum hast du die Alte nicht gefögelt? Mein Kabel ist zu kurz. Hier ist nichts. Und... Verdammt, ich höre jetzt auf zum Speeden. Das wollen wir hier nicht. Ach, wie schön, ein Zigzags auf dem Berg. Wie geht's eigentlich unserem Pokémon? Wir können ja mal vorbeischauen. Ach, du bist es! Wir haben deine Pokémon aufgezogen und wurden überrascht! Deine Pokémon haben nun ein Ei. Wir wissen noch nicht, wie das passiert ist, aber deine Pokémon haben es. Möchtest du es haben? Nö. Nein! Okay. Okay, was, schau mal. Mein Mann hat schon... Ach komm, sag bloß, wir müssen zuerst dieses fucking Ei nicht mitnehmen. Ah, okay. Ja, 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 nein, nein, ja, behalt's ruhig. Kannst sagen, das Ei, das hast du von irgendeinem Trainer. Ninja hast gerade 8 Level bekommen und Wampel 21 Level, oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, gut. So, gibt's hier noch irgendwo Wasser? Wasser. Hier glaube ich, hier waren wir glaube ich schon, ne? Haben wir hier schon gesurft? Ich bin mir nicht sicher. Das heißt, ich mach's einfach mal und schau. Ja, hier, wir waren hier schon. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles. Nein, nein, wir haben noch nicht alles. Wenn da, wenn schon, denn schon. Ich mache alles so gründlich wie es geht. Gerade aus Fleiß, um euch zu ärgern. Nee, Spaß. Haben mindestens dieses Fahrrad eigentlich nicht. Wir gehen nochmal durch die Wüste schnell. Nein, nein, keine Pokémon. Keine Pokémon. Gut. So, Ich hab, glaube ich, den Verdacht, dass ihr gerade meinen Tastentipp hört. Kann das sein? Kein Pokémon, das wäre jetzt schön, das wäre schön, wenn mir kein Pokémon aufgetaucht wäre. Naja. Pandir. Sieht völlig entstellt aus mit diesen Punkten. Naja, gut. Sind wir nicht alle tief im Herzen ein kleines Pandir? Nein! Ich nicht! Was hast du denn jetzt nicht zu melden, Janka Kakimoto? Keine Ahnung! Hm, ja, hier könnte was sein. Sieht ziemlich auffällig aus, dieser Ort. Hier brauchen wir Kaskade, wir können diesen Wasserfall noch nicht erklimmen. Aber Kaskade finden wir, bekommen wir erst, wenn wir unseren letzten Orden haben. Okay, aber ich glaube, hier scheint nichts mehr zu sein. Oder hier vielleicht noch? Ne, hier ist nichts mehr. Gut, wir in der Meteorfälle gibt es auch noch was. Und dann müssen wir alles haben. Dann gehen wir auf nach Osten. Lasst mich in Ruhe, war Blue. Hey, Ramsey sogar. Samutze. 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 Boah, ich verkrampfe hier völlig meine Hände. Ich mache mal kurz Pause und tu mal schnell... Das Mic fixen, bis gleich. So, I'm back in the house. Und jetzt heißt es viel gemütlicher zum Aufnehmen. Vorhin habe ich völlig meine Arme und Hände verkrampft.
sah so aus, als würde man dieses Spiel spielen, wo man so diese, dieses Kinderspiel, kennst du das Kinderspiel, wo man so, so Farben einberühren muss mit einem, also, das, ich erklär's euch mal. Und zwar müssen da zwei Leute sitzen so auf, also, sind so auf dem Teppich, also so auf so einer Matte, mit so Farben, wo so, mit Punkten, wo Farbe drauf sind, also mit so farbigen Punkten, verschiedenfarbigen Punkten. Und dann müssen sie immer so, dann bekommen sie immer so Karten, ob sie die Hand oder den Fuß auf so einen Punkt legen müssen. Und beide müssen das gleichzeitig tun und später endet es dann so, dass sie völlig verkrampft sind. So kam mir das vorhin mit dem Aufnehmen. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber könnt ihr ja einen Kommentar schreiben, falls ihr wisst. Irgendwie sage ich viel zu oft, schreibt es mal einen Kommentar. Das will ich ja gar nicht, das ist ja auch wieder ein bisschen Abo-Geilheit, ne? Ab sofort höre ich damit auf, ne? Also falls ihr... ab dieses Video ein Video seht, wo ich um Kommentare bitte, dann gibt dieses Video einen Daumen runter, ich bitte drum. Weil ich möchte das gar nicht machen, ich möchte ja gar nicht Abo-geil sein. Ich bin ja nicht so einer. Ich bin ein ganz lieber, braver YouTuber, der nicht Abo-geil ist. Sub for Sub! Ein Subway für Subway, ja. Der kauft einen Subway und bekommt dafür einen Subway. Ich muss mal einer verstehen. Okay, zurück zum Spiel. Jetzt gehen wir, wie gesagt, auf nach Osten. Ich hätte es jetzt auch offscreen machen sollen, aber naja. Wir haben ja Zeit, ne? Und jetzt geht es auch ein bisschen weiter. Wir wollen ja nicht nur hunderte Parts damit verbringen, zu surfen. Und gegen wilde Pokémon zu kämpfen, die viel zu schwach für uns sind. Das war knapp. Moment. Kann sein, dass es jetzt einen Elfmeter für Österreich gibt. Gibt es hier unten vielleicht? Ach komm, ich höre jetzt auf, da nach Routen zu suchen, wo es Wasser gibt, sonst nerv ich euch ja zu Tode. Das Wasser ist tiefblau. Nee, weiß ich, das Wasser ist weiß. Das ist in Wirklichkeit etwas anderes. Oh, das ist Kevin. Hallo, erinnerst du dich an uns? Zeig uns, wie stark du geworden bist. Okay, das war das Stichwort. Wir waren ja bereits schon mal auf der Route, um unser Tropius und unsere Profiangel zu holen, die wir für Schmerbe brauchten. Okay, Magnetilo und Krakelo. Die Flome hat sich zu Krakelo entwickelt. Und Magnetilo ist immer noch unverändert, aber ich glaube, beim nächsten Treffen wird es ein... Ja, wird es bereits ein Magneton sein. Donnerblitz auf Krakelo und Jungglut. Doppelkick auf Magnetilo. So, den ersten hätten wir erledigt und Magnetilo folgt zugleich. Na, glaubt ihr, übersteht es noch einen Kick? Ja, hat er. Aber den zweiten hat er nicht mehr überlebt. Und Torschuss für Deutschland und... Das war aber ein intensiver Kampf. Hast du alles aufgezeichnet? Oh verdammt, Akku ist leer. Okay, wir müssen alle nochmal kämpfen. Okay, Pokémon, könnt ihr noch kämpfen? Nein. Scheiß Paparazzis. Nur weil ich weiß bin. Ich bin ein Angler, aber auch ein Trainer. Ich zähle die Pokémon auf, die ich gefangen habe. Das halte ich nicht aus. Du musst einen Schluck trinken, sonst überlebe ich diese sturmverzerrende Atmosphäre nicht mehr. Kanivana wird auch von Team Aqua eingesetzt. Schockwelle. Ich glaube, ich sollte die Position von Voltenzo verändern. Haben wir unsere Pokémon eigentlich noch gehalten? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja nicht, ne? Moment. Ey, bin ich bekloppt? Warum habe ich unsere Pokémon nicht geheilt? Ich sollte mich wieder schämen. Abgrundtief. Und Chance für Österreich. Distanzschuss. Nein, Brüller nicht. Nein, vergiss es. Nein, nicht Brüller!
Brüller ist Müll, genauso wie Wirbelwind oder andere Attacken, die den Gegner sein Pokémon austauschen lassen. Nein, nicht Brüller! Brüller nicht erlernen, ja, so, boah, Gott. Ich dachte, ich wäre gut im Training. Falsch gedacht. Und ich heile schnell Schmerbel. Ich möchte ja Schmerbel noch entwickeln zu Welser. Okay, dam, dam, dam. Na, jetzt aber. So. Gut, die Bären haben wir bereits geholt. Jetzt können wir ganz unbewusst die Trainer ausschalten. Vogel-Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen. Sie sind die Besten. Vogelfänger Joschka. Kennt ihr einen, der Joschka heißt? Ich kenne keinen. Aber Joschka weiß ich schon. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ein oder zweimal. wollen wir... Nee. Ich hasse Windgall irgendwie langsam. Ich mach's schnell. Voltenso. Na, genau deswegen hasse ich Windgall. Genau wegen dieser Attacke. Mal im Ernst, Möwen können doch keinen Superschall verursachen, oder? Es ergibt keinen Sinn. Verstehen Sie? Es ergibt keinen Sinn. Warum sollten Windgalls Superschall aussenden? Es ergibt keinen Sinn. Okay, Joschka hätten wir erledigt. Der hat ja nur einen Windgall gehabt. Das enttäuscht mich jetzt. Ein Pelipper wäre cool gewesen. Gehen wir dann erst nach rechts. Da geht es zum Bärenmeister. Ey, wir haben doch gerade eben gegen einen Windgall gekämpft. Und natürlich lassen die Windgalls uns nicht fliehen. Ey, komm, darauf habe ich keinen Nerv. Lass mich fliehen. Boah. Ganz schön zäh. Warum lassen sie uns nicht fliehen? Ich dachte, Möwen wären ganz friedliche Wesen. Oh, es fängt zum Regnen an. Ja, holen wir uns zuerst die Bären ab. Hier gibt es jede Menge Bären. Labrusbären. Möchtest du die Labrusbären pflücken? Ja. Komm, das spiele ich jetzt. Dam, da, dam. Das ist eher nur, ja. Nerven aufreiben wieder. Was sind das für Bären eigentlich? Qualotbären. So. Labrusbären. Nein, keine Wehrpflanzen. Ist zwar schön und gut, aber das brauchen wir noch nicht. Ich werde das erst nutzen, dieses Feature, wenn wir in Sega Soul City sind. Dann werde ich ein paar Bären pflanzen für den Poké-Wettbewerb. Der ist superklasse. Man sagt, dass gute Zeiten auch mit guten Aromen gefüllt sind. Erfüllt sind. Gut, dass ich nebenbei Let's Play, weil das Spiel scheint ziemlich langweilig gerade zu sein. Knilz, genau, kein Gegner für Schmerbe, das heißt wechseln. Ich riskiere es mit Ninjatom, weil ich nicht glaube, dass Knilz irgendwas gegen Ninjatom machen kann. Außer Gift natürlich, aber nein! Edelsamen. Echt eklig sowas. Tschüss. Ich hasse es, wenn die KP von meinem Ninjatom von 1 auf 0 sinken. Das macht mich ganz depri. Jetzt zerstampfe ich diesen Knilz oder was auch immer das sein soll. Kein Sporn wird. Gut. Und er schreckt sogar zurück. Das ist noch besser. Tja. Pflanze gegen Pflanze. Was denkst du, was sehr effektiv ist, hä? So, jetzt trete ich... Jetzt treten wir dieses Knilz zu Matsch. Ja, war gerade wieder eine Torschuss, aber das war wieder gefailt für Österreich wieder. Deutschland kriegt ziemlich was aufs Maul, sage ich jetzt mal. Ja, genau, schreck ruhig weiter zurück, das soll mich nicht stören. Stampfer! Ich werde dieses Duflor zerstampfen. Zu Pulver werde ich zermahlen.
es regnet. Probierst du, wurde durch das Gift verletzt. Zerstampfen! Und tschüss, Volltreffer. Ecke für Ösis, für die Ossis. Und daneben, Fail. Kapilz, die Entwicklung von Knilz. Ach, Tropius braucht eine Flugattacke, es wäre so schön, sie wäre vierfach stark. Aber wir haben noch keine Flugattacke. Oh. Na gut, dann müssen wir auf die alte Methode zurückgreifen und dieses Kapilz einfach mal verbrennen mit einem Hitzekoller. Ja, es würde sogar ein Level für Jungblut geben. Dann ist es gar nicht mehr so weit entfernt bis zu seiner Entwicklung zu Logok. Hitzekoller! Und es ist das Level-Up für Jungblut. Hoffentlich lässt er eine Attacke. Feuerfeger zum Beispiel, wäre eine coole Attacke. Dann lernt es aber nicht, schade. Oh, ich rieche den bitteren Geruch der Niederlage. Gut, jetzt gehen wir mal schnell ins Haus rein. Sonst holen wir uns noch eine Erkältung, wenn wir hier... Nein, ich wollte gar nicht rausgehen. Sonst holen wir uns noch eine Erkältung, wenn wir länger draußen bleiben bei dem Regen. Du kannst mich Bärenmeister nennen. Ich träume davon, die Welt mit hübschen Blumen zu bereichern. Daher züchte ich Bären und gebe sie an andere weiter. Du hast ja was? Du hast ja auch eine verdient. Seetangbeere erhalten. Sei nicht so schüchtern. Nimm mir noch eine. Omnibeere. Mit der können wir einen Barschwert zu Milotic entwickeln, wenn wir es zu Regeln machen und die dann den Barschwert geben. Such unbedingt den Blütentraum Blumenladen bei Metaros City. Lass die Welt in Blumen schweigen. Oh Gott, du bist auch wieder so ein Öko-Fuzzi. So, die gibt einen besonderen Bären, wenn man ihr bestimmte Sprüche gibt. Ich werde hier wieder ein Special verlinken von Saphir Let's Play. Das erklärt euch das ein bisschen genauer, als ich das jetzt erklären kann. Also hier jetzt der Link angezeigt, ne? Sag mal, Kind, du kennst dich zufällig einen guten Spruch. Also ich kenne die Sprüche nicht aus, wenn ich habe die damals aus Spieletipps gesehen. Bruder, ne Quatsch. Gib mir irgendwas. Pokémon 2. Celebi? 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 Coolness. Ne, cool. Ach egal. Celebi-Ei. Genau. Da gibt es zwar keinen Sinn, aber egal. Und ich mache mal schnell Pause. I'm back. Oh, das ist aber ein guter Sport. Du bist bemerkenswert. Das hier möchte ich dir schenken. Zitrobeere. Ja gut, besser als nichts, ne? Unsere vier Enkelkinder sollten noch begabter als mein Mann werden. Das Leben erfüllt einen immer wieder mit Freude. Okay, ich mache die Sorte noch fertig und dann beende ich diesen Part auch schon. Ach verdammt, mein Mikrofon fliegt dauernd runter. Das gibt's doch gar nicht. Ich brauche ein neues Mikro. Am besten so eins für 1530 Euro. Okay, wir schlagen die Pokémon des Trainers. Ich glaube, das sind die letzten hier auf dieser Route. Es gibt noch weitere Trainer, aber die sind oberhalb zu finden. Da müssen wir zuerst am Pyroberg vorbei. Aber bis wir am Pyroberg sind, kann es noch ein bisschen dauern. Bis dahin haben wir schon unser sechstes Team-Pokémon. Schnell wechsle ich am besten, weil... Ja, gegen zwei Flug-Pokémon zu ankämpfen mit einem Boden-Pokémon ist nicht so das Klügste der Welt. Und Voltenzo Donnerblitz auf Papinella. So, Wechsel. Heute gibt's gebratenen Schmetterling. Kann man Schmetterlinge essen? Schon, ne? Also, ich kann mir schon ein paar Asiaten vorstellen, die so Schmetterlinge fressen. Essen, meine ich. Und wieder Torschuss. Das war ja wieder gar nichts. Also, das Spiel ist echt langweilig gerade. Guter Let's Play ja gerade. Donnerblitz! Ah, knapp. Nein, warum kannst du Mondschein? Ist ja auch zu nerven. Diese Attacke. Na gut, Mondschein zieht nicht. Mondschein heilt nicht so viele KP. Zum Glück.
Ich hätte erwartet, dass es mindestens ein Dreiviertel der KP hat. Halt. Stampfe und Ruckzuckhieb. Und... ach, jetzt versuchst du es herauszuzögern. Du nervst. Wer hatte die Idee, Podox Schutzschild beizubringen? Warum konnte unsere Linie doch noch kein Schutzschild? Ganz einfach, wir müssen uns Schutzschild noch kaufen. Und Schutzschild können wir uns erst in Sigrasul City kaufen. Und bis dahin kann es auch noch ein bisschen dauern. Bis dahin werden wir auch unser sechstes Team-Pokémon haben. Oh, wir haben verloren. Also, ja, vielleicht, wenn wir schnell sind, werden wir unser nächstes Team-Pokémon in 3-4 Parts fangen. Aber nur, wenn wir schnell sind. So, hier ein Hyperball. Und Torschuss für Österreich, die gerade vermasselt wurde. Okay, dann heile ich schnell die Pokémon. Instream natürlich, damit ich euch weiter nerven kann, weil ich so viel Spaß habe. Nee, Spaß. Ich nerv euch ja nicht, ne? Sonst würde ich ja überhaupt kein Let's Play machen. Dann würde ich hier den ganzen Tag irgendwie durch Wasserrouten und sonstiges nach Items suchen. Und alle Trainer alle Trainer bekämpfen. Und nebenzu werde ich mir näher anschauen, damit ich möglichst wenig kommentieren kann, weil ich dann abgelenkt bin. Wegen Wer wird Millionär? Sowas mache ich doch gar nicht. Ich bin ein lieber netter Mensch. So, im nächsten Part diese Route hier, Route 119. Bis dann. Servus.